Hey Chomba, in diesem Video wollen wir uns mal die Referenz zu Blade Runner anschauen. Ich meine, Cyberpunk 2077 hat einige Inspirationen von Blade Runner mitgenommen, aber es gibt auch handfeste Easter Eggs und einen davon schauen wir uns heute mal an. Wir befinden uns in Vista Del Rey am Delamain HQ, jedenfalls am Schnellreisepunkt, und zeige ich euch mal, wo wir sind. Das ist hier Corpo Plaza. Und wir befinden uns hier. So, da starten wir unsere Reise. Wenn wir davor stehen, wenden wir uns nach links und laufen einfach mal los. Wir haben nicht weit zu laufen, 200-300 Meter. Man kann auch direkt zu einem anderen Schnellreisepunkt hin, wenn man den hat. Und zwar ist das hier Metro Congress and MLK. Aber es gibt Leute, die haben den halt noch nicht. Und Delamain wegen der Mission hat man den eher. Also deshalb habe ich da begonnen. So, ich laufe aber mal rüber. Gucken, dass ich hier nicht überfahren werde. Wieder einmal. So, hier ist das Hotel, wo wir hin wollen. Das Advocate Hotel. Das ist auch ein Hotel, was bereits in Cyberpunk 2020, den Pen and Paper Game, eine Rolle spielte. Hier ist auf jeden Fall der andere Schnellreisepunkt, von dem ich gerade sprach. Also wenn man von hier kommt, dann einfach rechts rum und schon sind wir da. Ist also noch besser. Wie auch immer, ob man von dort oder von hier kommt, wir müssen hier rein in dieses Hotel. Und dieses Hotel ist eine, ja, eine Ruine. Ja, insofern, hier ist kein Leben mehr. Aber der aufmerksame Betrachter wird jetzt schon etwas feststellen, womöglich. Ich lasse euch mal einen Moment, um so ein bisschen zu gucken, ob euch was auffällt. Einfach so, wenn ihr das Bild schaut. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Mir ist es ehrlich gesagt auch erstmal nicht aufgefallen. Hier haben wir so eine Figur nach dieser japanischen Falttechnik. Origami, glaube ich, heißt das. Und ja, das ist ein klarer Hinweis auf Blade Runner. So, man kann hier in dem Raum hier nicht viel machen, eigentlich gar nichts, außer den Aufzug benutzen. Ansonsten ist hier auch nichts. Alle Türen sind soweit zu. Es geht nur der Aufzug. So, wenn ihr reinkommt, macht euch keine Gedanken um die Zeit oder dergleichen. Während ihr mit dem Aufzug fahrt, wird die Uhrzeit automatisch auf 0 Uhr gesetzt. Ja, also ich zeige euch das. Wir haben jetzt 21 Uhr, 20:57. Wir gehen zur Terrasse oder drücken Knopf Terrasse. Und dann werden wir halt hochtransportiert. Und währenddessen haben die Entwickler sich gedacht, das muss in einer dunklen Atmosphäre passieren. Deshalb setzen wir die Uhrzeit einfach mal auf 0 Uhr. So, seht ihr? 0 Uhr. So, und wenn wir hier rausgehen, dann seht ihr schon die Atmosphäre. Mit dem Wasser und überhaupt die Wände und die Lichteffekte. Das ist sehr, sehr Blade Runnerig, auch mit dem Teil, was da gerade über uns hinweggeflogen ist. So, dann geht's hier raus. Es regnet jetzt auch. Eben hat es nicht geregnet. Also ist klar, komplett die Atmosphäre sehr cool eingefangen. Hier weiß ich nicht, ob man runterfallen könnte, wenn man drüber geht. Also tut es lieber nicht. Wir wollen es erst gar nicht herausfinden. Ja, und dann seht ihr, ganz am Ende dort sitzt eine einsame Person hinter dieser Leuchtreklame, oder vor dieser Leuchtreklame, besser gesagt. Und, naja, ihr wisst ja sofort, wer das sein wird. Diese Person hält auch eine Taube oder ein Vogel in der Hand. Und das ist natürlich ganz klar Roy, der Replikant aus Blade Runner. Ja, der hier mit seinem historischen Satz, mit seinem Kultsatz, ja, das Zeitliche gesegnet hat. Und hier sitzt er nun fortan in Cyberpunk 2077 und bleibt uns auf diese Weise erhalten. Ja, eine sehr coole, sehr, sehr coole Referenz auf Blade Runner. Nicht die einzige. Es gibt da wohl mindestens noch ein, zwei andere Referenzen. Muss man mal schauen. Aber das hier ist schon, finde ich, sehr cool. Wer nun hier auf ein Special Item hofft oder hier erwartet, dass er hier irgendwas Tolles findet, da muss ich euch leider enttäuschen.
Hier gibt es nur die Szene und keine Items zu finden. Aber trotzdem finde ich es sehr geil. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst einen Daumen nach oben da, gerne auch einen Kommentar. Für weiteren Cyberpunk-Stuff abonniert diesen Kanal, gern auch den Kanal Weltennet. Schaut mal vorbei, Link ist in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.